einen wunderschönen guten Abend, wie sitzen Sie denn da, hören Sie mal? Ich bin ja, also der lümmelt sich darum, wie vom Fernseher, ne? Fehlt nur noch die Tüte Chips, ne? Hier ist ein ordentlicher Veranstaltungssaal, aber bitte aufrecht sitzen, ne? Meine Damen und Herren, mein Name ist Harald Paslewski. Ich bin hier der Hausmeister, ne? Und bevor das jetzt hier mit dieser Veranstaltung losgeht, meine sehr verehrten Damen und Herren, müssen wir erst noch mal kurz ein paar Fragen klären. Und zwar ist hier heute Abend eine Plattenaufnahme, ne? Und zu diesem Zwecke ist es wahnsinnig wichtig, dass wir jetzt hier mal was antesten. Hallo, wo gucken Sie denn hin? Ja, wo gucken Sie denn hin, hören Sie mal? Ich red mir hier hinten Wolf und Sie gucken dahin. Achso. Ja, jetzt sagen Sie mal, was ich bis jetzt gesagt habe. Ne? Schön aufpassen. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Also. Ne? Das ist doch wahr. Also, wie gesagt, mein Name ist Harald Paslewski. Wie heiße ich? Harald Paslewski. Ja, gut aufgepasst. Ne, also, auf jeden Fall, meine Damen und Herren, bevor das jetzt losgeht hier mit dieser Plattenaufnahme, ist es... Ach, da oben sitzen auch noch Leute. Na, was winken Sie? Das hört man nicht auf der Platte. Ne, also, ja, also meine Damen und Herren, bevor das jetzt losgeht, ist es wahnsinnig wichtig, dass wir so ein paar Sachen besprechen. Eine Plattenaufnahme heißt Ruhe, Konzentration und ein engagiertes Publikum und vor allen Dingen keine quietschenden Sitze. Ne? Also das ist das, was am meisten nervt. Und aus diesem Grunde wäre das jetzt mal wahnsinnig lieb, wenn wir jetzt so einen Quietsch-Ruckeltest mal mit diesen Sitzflächen machen. Wenn Sie mal alle einmal am Ruckeln fangen, damit ich hören kann, inwieweit diese Sitze das überhaupt hier... Herrgott, ruckeln Sie sonst nie oder was da oben auch. Ruckeln Sie mal alle an. Da auch. Oh. Ruckeln Sie hier mal fleißig an, alle. Wenn Sie hier noch mal, ruckeln Sie hier vorne auch noch mal, alle bitte. Ja, mit denen Sitz stimmt aber was nicht, ne? Darf ich da mal wohl eben selber ruckeln, ja? Na, Paslewski. Na, Paslewski. Sind Sie heute Abend zusammen hier? Ja. Darf ich mal einmal ganz kurz hier selber ruckeln? Sie sind der Herr? Missfeld. Bitte? Missfeld. Das missfällt Ihnen, ja. Gut, also einmal hier mal anruckeln. Das ist ja ein witziger Name, ne? Das glaubt einem wieder keine Sau, dass das nicht abgesprochen war, ne? Also, so jetzt mal hier anruckeln. Sie sind Frau Missfeld? Nein. Schade, jetzt hätte ich sonst einen Gag gehabt. Ist egal. Nee. Also hier können Sie auf keinen Fall sitzen bleiben, hören Sie mal, ne? Der Stuhl, wenn der diesen sympathischen jungen Mann draufkippt, ne? Welche Versicherung zahlt das? Ihre? Nee. Naja, also Sie können hier nicht sitzen bleiben. Hören Sie mal, das kann übrigens sein, dass Sie mich aus dem Fernsehen kennen. Ja, ja, ja. Und zwar war das nämlich bei der Sendung Wetten, dass, da war ich als Hausmeister praktisch hinter den Kulissen tätig gewesen. Also wussten Sie übrigens, dass der Papst, ne? Der Papst ist ja höchstwahrscheinlich nächste Wetten-Das-Sendung und da muss er 15 Asphaltblöcke gucken, küssen und muss dann sagen, wir Flughafen das war, ne? Ja. Ach ja, kann man mal. Hat der Ihnen missfallen, Herr Missfeld? Den kannten Sie schon. Den kannten Sie schon, das schneiden wir hinter raus, ne? Also. Ja, Herr Missfeld, jetzt habe ich den Namen schon so durcheinander gebracht. Sie können hier auf keinen Fall sitzen bleiben. Ich würde sagen, gehen Sie einfach mal in die Kasse und lassen sich Geld wiedergeben, ja? Nee, so hart will man dann ja doch nicht sein, ne? Also, man hat sich ja schließlich jahrelang auf so einen Abend gefreut, ne? Wenn Sie mal ganz kurz hier auf eine Backe anruckeln, damit ich sehen kann und nicht anlehnen. Nicht anlehnen! Wenn Sie so sitzen bleiben, Herr Missfeld, geht das? Und nicht anlehnen. Bitte? Optimal. Optimal. Ja, das glaube ich nicht so ganz. Ne, aber nicht anlehnen. Wenn er sich anlehnt, so einen kleinen Stups hier in den Nacken gegen. Ne? So, meine Damen und Herren, wie gesagt, das ist eine Plattenaufnahme. Und Sie haben jetzt die einmalige Chance, wenn Sie wollen, können Sie gerne was auf eine Platte drauf sprechen. Möchten Sie was sagen? Nein. Ja, das ist jetzt drauf. Ne? Also, das kriegen wir auch nicht mehr runter. Überlegen Sie sich schnell noch was Geistreiches. Jetzt! Ja, Stille, Stille. Oh, das wird ja eine Katastrophe, hören Sie mal. Also. Nicht anlehnen da, Herr Missfeld, Mann. So, meine Damen und Herren, ich habe auf jeden Fall heute Nachmittag die Proben von diesem Programm gesehen.
Ja, Gott, erwarten Sie nichts. Ne, sicher. Ich meine, wen sowas Spaß macht, warum nicht? Ne, aber. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal, wie weit die hinter der Bühne sind. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch gleich mal beim Programm an. Ne? Und dann würde ich sagen, viel Spaß und nicht anlehnen da. Ne? Also bis gleich. Tschüss. Ne?